Türen öffnen, Brücken bauen, neue Wege beschreiten. Pioniergeist. Du sagst der Veränderung, wo es lang geht. Yasmin Yazan ist Bestseller-Autorin, international unterwegs als Keynote-Speaker und Expertin für digitale Transformation. Sie hilft Menschen und Unternehmen, Veränderungen selbst zu gestalten. Yasmin Yazan trifft Stars wie Mel Gibson oder Michael Douglas und spricht mit ihnen über die Geheimnisse ihres Erfolgs. In diesem Podcast spricht sie mit euch. Pioniergeist. Starte jetzt. Wir haben ein wunderbares Autorenfrühstück für euch heute, und zwar mit Dr. Magda Bleckmann. Magda ist promovierte Betriebswirtin und hat über 15 Jahre Erfahrung in der österreichischen Spitzenpolitik in verschiedenen Funktionen, unter anderem auch als Fraktionschefin. Heute ist sie erfolgreiche Unternehmerin, gefragte Rednerin, Spitzentrainerin, Business Coach und Bestseller-Autorin. In den letzten Jahren absolvierte sie weit über 1000 Keynotes, Trainings, Seminare und Coachings mit mehr als 21.000 Teilnehmern. Sie ist Expertin für Erfolgsnetzwerke und damit die perfekte Person, um euch dabei zu helfen, den idealen Gesprächseinstieg zu schaffen. Und darüber reden wir nämlich heute. Wir reden über ihr Buch Smalltalk, wie introvertierte Menschen ihre Stärken erkennen und leichter ins Gespräch kommen. Einen wunderschönen guten Morgen, Magda. Wir sind super dankbar und froh, dass du heute Morgen bei uns bist. Ja, einen schönen guten Morgen. Eine besondere Challenge um 8 Uhr in der Früh, ja. Allerdings. Insbesondere, wenn die Technik dann auch noch spinnt. Aber das Thema Smalltalk haben wir hier ganz, ganz oft schon angekratzt. Wir haben noch nie so im Detail drüber gesprochen. Ich glaube, das ist sehr, sehr spannend für unsere Hörer, weil ich denke, das ist ein Thema, was nicht nur introvertierte Menschen sehr schwierig finden, weil auch die Extrovertierten können da ganz viel falsch machen. Weil das Smalltalk ist ja so ein Einstieg auch ins Gespräch. Wie bist du denn auf das Thema gekommen? Was hat dich denn da gereizt, dieses Buch zu schreiben? Naja, ich habe mich ja nach der Politik dann selbstständig gemacht mit meiner Unternehmensberatung, und da hat sich eben mein USP mit dem Netzwerken herauskristallisiert, nachdem ich das schon viel gemacht habe, ohne zu wissen, dass das auch eine Kompetenz und eine Technik sein kann, und habe festgestellt, dass ganz, ganz viele Menschen wirklich auch ein Problem haben, mit anderen ins Gespräch zu kommen, auf andere zuzugehen. Und das Smalltalk ist nun mal für mich ein ganz, ganz wichtiges Instrument beim Netzwerken. Ja, wenn ich mit Menschen Kontakt aufbaue und meinen Kontakt auch pflege, dann muss ich auch in der Lage sein, Smalltalk durchzuführen und mit Menschen einfach so ein kleines, nettes, oberflächliches Gespräch zu führen. Manchmal auch ohne großen Zweck und ohne großes Ziel. Und das war eben dann der Grund, warum ich nach meinen Netzwerkbüchern, da habe ich schon über die geheimen Regeln der Seilschaften, erfolgreich Netzwerken, 77 clevere Networking-Tipps, habe ich dann eben jetzt nach einem Smalltalk einmal eins, dieses große, also für mich finde ich das auch das schönste Buch mit den 26 Erfolgsrezepten nach dem ABC aufgebaut, eben das Smalltalk-Buch geschrieben. Ja, ihr hört schon, liebe Zuhörer, das ist sehr, sehr viel im Bereich Netzwerk, was die Magda macht. Also nicht nur Smalltalk, auch die Seilschaften, ganz viele andere Tipps zum Netzwerken. Da kennst du dich wirklich wahnsinnig gut aus. Du hast jetzt gerade schon angesprochen, dass manche das vielleicht ein bisschen als Smalltalk, dieses, ja, man redet eigentlich so über nichts. Warum ist denn das trotzdem so wichtig? Also warum sollte man das nicht auf die leichte Schulter nehmen und sagen, ah, oh, nee, ich will aber gar nicht oberflächlich reden, sondern warum ist denn das wichtig, auch für den Geschäfts- und auch für den persönlichen Erfolg, Smalltalk zu können? Naja, man muss einfach überlegen, was ist denn der erste Eindruck? Bei mir geht ja auch sehr viel um den starken Auftritt. Ich komme ja auch ganz, also ich bin schon ewig Rhetorik- und Kommunikationstrainerin, das war ich schon vor der Politik, deshalb weiß ich einfach, dass präsentieren können, sich selbst präsentieren können und einen starken Auftritt hinzulegen halt wichtig ist. Und wenn ich mit jemandem zum ersten Mal ins Gespräch komme, ist das halt auch der erste Eindruck, den ich hinterlasse, die Visitenkarte, die Art und Weise, wie ich mit der Person kommuniziere. Komme ich locker ins Gespräch? Kann ich leicht plaudern? Oder herrscht oft Schweigen im Gespräch? Oder man weiß, es ist eher zach und zäh, wie man in Österreich sagt, oder zäh, dass es nicht richtig weitergeht. Da merkt halt der andere einfach, ist das eine Person, mit der ich gerne in Kontakt bleiben will, ist es lustig mit ihr, hat man auch interessante, tiefergehende Gespräche, oder ist es eine Person, wo ich sage, naja, ganz nett, aber muss ich nicht länger in Kontakt bleiben. Und deshalb glaube ich einfach, es ist wichtig, hier
in der Lage zu sein, guten Smalltalk zu führen, weil dann bin ich eine Person, mit der man gerne in Kontakt bleibt. Und das bringt natürlich viele Vorteile mit sich. Also wenn ich Smalltalk, was bringt, es ist immer eine Frage, die ich dann auch im Training immer als erstes stelle. So, was sind denn die Vorteile vom Smalltalk? Was bringt es uns denn überhaupt? Und da muss sich jeder auch selber klar werden, weil wir sind nur bereit, diese Kompetenz zu lernen, wenn wir sie, wenn wir uns dessen bewusst sind, was es uns bringt. Also wenn wir einen Sinn auch darin sehen. Und wenn der Sinn im Smalltalk für mich auch sein kann, einfach interessante Menschen kennenzulernen, Horizont zu erweitern, eventuell, also ich meine, wie soll ich sagen, ich weiß ja nicht, wie es bei euch ist, aber ich habe meinen Mann, mit dem ich jetzt seit 8 Jahren verheiratet bin, beim Smalltalk halt kennengelernt. Also das Smalltalk ist immer der Anfang von unter Umständen etwas sehr Großen und das kann auch ein großes Geschäft sein, das dabei herauskommt. Darum sage ich auch immer, ohne kein großes Geschäft ohne kleinen Smalltalk, ja. Wobei man in Österreich, also da höre ich dann immer wieder, dass man nicht großes Geschäft sagen darf in Deutschland. Also ohne Smalltalk kein Big Business dann halt. Könnte man in gewissen Kontexten etwas missverstehen. nee, ganz wichtig. Ich glaube, was du gerade angesprochen hast, ist wichtig. Ich glaube, das vergessen immer ganz viele, dass wir uns gar nicht immer an die Wörter erinnern, über was wir mit den Leuten gesprochen haben, sondern eher an das Gefühl, was die Person bei uns hinterlassen hat. Wenn wir so ein unangenehmes Gefühl haben oder die Person nicht so richtig einordnen können, ich glaube, dann ist es schwer, dann irgendwie dann anzuknüpfen. Während wenn man irgendwie Spaß mit der Person hatte oder ein echt positives Gefühl hat, ich glaube, dann freut sich jeder auf das nächste Gespräch. Deswegen finde ich das ganz, ganz wichtig. Jetzt hattest du ja schon, wir hatten ja im Titel schon gesagt, es geht ja auch so ein bisschen um introvertierte Menschen, die sich ja da ein bisschen schwer tun, vielleicht auch den Einstieg zu finden. Denkst du, dass es da Unterschiede gibt, die introvertierte Menschen mehr beachten müssen als vielleicht extrovertierte? Oder ist es in der Essenz dasselbe, nur dass Introvertierte sich das vielleicht nicht ganz so trauen? Naja, es gibt überall seine Vor- und Nachteile. Wenn ich jetzt sehr extrovertierte Menschen habe, dann tendieren die auch manchmal dazu, einfach zu viel zu erzählen und nur über sich zu erzählen und als Dauerredner dann zu gelten, die dann auch keine angenehmen Gesprächspartner sind. Insofern muss man einfach achtsam sein. Und Introvertierte haben dann die große Kompetenz, Fragen zu stellen und sehr interessiert zu sein und werden dann auch oft als angenehme Gesprächspartner wahrgenommen. Also es ist einfach, wie jeder von uns, so wie wir unterschiedlich netzwerken, sind wir auch auf eine unterschiedliche Art im Smalltalk unterwegs. Ich habe übrigens in der Bio, habe ich extra heute noch dazu gegeben, ich habe so einen Smalltalk-Typen-Check. Wer Lust hat, den einfach kostenfrei zu machen, da sieht man dann, bin ich eher ein beredsamer Smalltalker, bin ich ein eher Zahlen, Daten, Fakten orientierter Mensch und somit auch so ein Smalltalker. Also das ist recht spannend für sich selber, das ein bisschen anzuschauen und zu sehen, um dann auch für sich draus zu lernen, wie kann ich im Gespräch dann besser auf Menschen einzugehen. Also der Dauerredner muss sich halt etwas zurücknehmen und Fragen stellen. Und der nur Fragen stellt, muss auch in der Lage sein, mal über sich was zu erzählen und über sich was preiszugeben. Also das sind einfach unterschiedliche Arten. Das heißt also auch keinerlei Bewertung, weder gut noch schlecht, sondern man kann einfach an allen feilen und das ein bisschen besser machen. Und was ich halt festgestellt habe, ist, dass Menschen, die introvertiert sind, halt einfach ein bisschen Probleme haben, auf andere zuzugehen. Das hat auch ganz oft mit der Selbstwertproblematik zu tun. Bin mir sicher, da habt ihr auch schon einen Talk drüber gemacht und ein Autorenfrühstück, weil Selbstwert ist einfach ein ganz, ganz wichtiges Thema. Und da muss ich mich halt auch richtig einstellen auf so ein Gespräch, dass ich auch für mich herausfinde, was ist interessant an mir und mit dem dann auch in ein Gespräch gehe und mir dessen bewusst bin, dass es interessant ist. Ich finde bei jedem Menschen was ich spannend und interessant finde, mit denen ich ins Gespräch komme. Und da geht es halt dann, sein Selbstbewusstsein ein bisschen aufzuwerten, dass ich leichter ins Gespräch komme. Aber das kann man, wenn man will, wie gesagt, alles lernen. Ich muss nur wirklich für mich sagen, ja, ich will das jetzt. Und wenn man introvertierte Smalltalker sind, oft, da geht es halt, die haben vielleicht weniger Kontakte, aber dafür gehen die Kontakte dann auch tiefer und sind eben nicht so oberflächlich. Also es hat alles sein Für und Wider. Deshalb würde ich das auch in keinster Weise bewerten. Super, vielen Dank. Jetzt hatten wir im Vorfeld ja schon gesprochen und wir hatten darüber gesprochen, dass es ganz toll wäre, wenn du eine Passage aus dem Buch vorliest. Und zwar hattest du dir eine Passage, die hatten wir vorher besprochen und ich fand das super, weil das ist ein Thema, was, glaube ich, sehr, sehr viele Menschen schon mal begegnet ist oder vielleicht auch selber schon passiert ist. Und zwar ging es um das Thema Rot werden und, ne, also
dieses Laufen eigentlich berührt fühlt oder wenn es Gespräch gibt. Da wolltest du gerne etwas vorlesen für uns. Rot werden und oder Schüchternheit ist keine Krankheit, hieß das. Magst du da ein paar Seiten lesen für uns, dass wir da so ein bisschen auch mal, also auch für die Leser auch einen kleinen Eindruck bekommen, wie das Buch so geschrieben ist? Ja klar, gerne, gerne, gerne. Es ist immer wieder schön, aus seinem eigenen Buch zu lesen. Ich habe das eben aufgebaut nach den 26 Erfolgsrezepten, nach dem ABC. Das heißt, es ist nicht nach dem aufgebaut, wie gehe ich systematisch vor, sondern jeder kann sich aus der Überschrift, aus dem Inhaltsverzeichnis wie Eisbrecher oder der erste Schritt oder Hobbys und Gemeinsamkeiten verbinden und finden, kann sich jeder was raussuchen und darum kommt relativ spät das R wie rot werden oder Schüchternheit ist keine Krankheit. Das lese ich gerne, das Kapitel. Ich will nicht mehr rot werden. Ausrufezeichen. Wenn es zum ersten Mal auftauchte, weiß er nicht mehr. Aber seit seiner Jugend kennt er das Gefühl, wie sich die Röte durch eine Hitzewelle, die durch den gesamten Körper strömt, ankündigt. Wie das Herz bis zum Hals klopft, wie hektisch rote Flecken an seinem Hals auftauchen, der Schweiß aus allen Poren bricht und schließlich Ohren und Gesicht zu glühen beginnen. Wolfgang wird rot. Seine Horrorvorstellung, vor einer großen Runde zu sprechen, vor allem im beruflichen Alltag, aber auch der Gedanke, dass er beim Elternabend seiner Tochter etwas sagen sollte, ist für ihn ein Albtraum. Lässt seinen Adrenalinspiegel steigen. Wolfgang hat Angst vom Rotwerden. Dabei ist Erröten eigentlich eine ganz normale körperliche Reaktion bei Schüchternheit, Nervosität oder Unsicherheit. Und zwar eine Abkühlreaktion. Wenn einem vor Aufregung heiß wird, weiten sich die Blutgefäße und der Blutdruck steigt. Und bei vielen Menschen, die leicht rot werden, fließt das Blut einfach langsamer wieder aus dem Gesicht zurück als bei anderen. Deshalb wird das Erröten sichtbar. Kritisch wird die Sache nur, wenn die Angst vor dem Erröten stärker, ja sogar krankhaft wird. Wenn in bestimmten Situationen Blockaden eintreten, wenn man sich deswegen zurückzieht, soziale Kontakte meidet, wie bei Wolfgang. Wenn also ein Teufelskreis beginnt, weil die Angst vom Rotwerden das Rotwerden fördert, dann leidet man nämlich unter einer der häufigsten sozialen Angststörungen, der Erythrophobie. Ich sage das jetzt nochmal, weil es so ein spannendes Wort ist, Erythrophobie. Die Zahl der Geplagten ist groß. Schätzungsweise 8 bis 15% der Bevölkerung sind davon betroffen. Ich zitiere: Die Angst vor dem Erröten beginnt meist schleichend im jugendlichen Alter und trifft nach Einschätzung von Christa Roth-Sackenheim vor allem unsichere Menschen. Es sind mehr Frauen als Männer, die Gründe dafür sind unbekannt. Vielleicht liegt es daran, dass sich Frauen in ihrem Verhalten generell mehr daran orientieren, was sozial erwünscht ist, schätzt die Vorsitzende des Berufsverband Deutscher Psychiater. Am Anfang steht auf jeden Fall stets unangenehme Erlebnisse. Der Betroffene wird rot, schämt sich, hat vielleicht noch ein Blackout und wünscht sich nichts sehnlicher als ein Loch im Boden, in das er verschwinden kann. Gefährlich wird es, wenn er beginnt, vergleichbare Situationen zu vermeiden, seinen Körper zu intensiv zu beobachten und in einem Kreislauf der Angst zu geraten. Dann verfestigt sich wie bei jeder Phobie die Angst, erklärt der Psychotherapeut Michael Schellenberg aus Hamburg. Er empfiehlt, zu einem Therapeuten zu gehen, wenn die Angst vor dem Erröten das Leben einschränkt. Er beobachtet, dass Betroffene häufig nicht ernst genommen werden, nach dem Motto: Aber das ist doch niedlich. Die meisten Leute warten viel zu lange, bis sie zum Therapeuten gehen. Aber wenn eine Angststörung früh behandelt wird, verschwindet sie schnell wieder. Grundsätzlich rät er Menschen mit Erythrophobie das, was er allen Phobikern empfiehlt, nämlich das Lernen von Entspannungstechniken wie die Meditation und sowie das Allerheilmittel Sport. Nach Meinung der Experten ist es zentral, die Situation nicht dramatischer darzustellen, als sie tatsächlich ist. Ein Trost. Der Kopf bleibt nicht stundenlang rot, sondern maximal für 10 Minuten. Meist hat sich die Sache schon nach höchstens 5 Minuten erledigt. Mal ganz abgesehen von dieser Krankheit. Es gibt unzählige Situationen, in denen wir rot werden können. Und ich denke, beinahe jeder von uns hat das schon mal erlebt. Beim Vorstellungsgespräch, am ersten Tag im neuen Job, beim Smalltalk mit Vorgesetzten, Betroffene berichten von allen möglichen, unmöglichen Beispielen, in denen die rote Pest bei ihnen zuschlägt. Zum Beispiel: Ich werde rot, wenn ich ein Lokal betrete. Ich werde bei jedem Smalltalk rot. Ich werde sogar rot, wenn anderen etwas peinlich ist. Wenn ich mit meinem Chef spreche, werde ich immer rot, obwohl er sehr nett ist. Ich werde rot, wenn ich auf der Straße angesprochen werde. Ich werde rot, wenn ich ein Kompliment bekomme. Ich werde rot, wenn mich andere nur ansehen. Ich werde rot, wenn ich plötzlich irgendwo im Mittelpunkt stehe. Ich werde rot, wenn ich jetzt denke, jetzt bloß nicht rot werden. Ich werde rot, wenn ich ein Referat halten muss.
Jetzt die Frage an euch, wann werdet ihr rot? Wann habt ihr solche Situationen erlebt? Und dann kommt halt die Frage, gibt es eine Lösung? Definitiv. In den meisten Fällen wird man rot, weil man sich wie unser Wolfgang von einer negativen Bewertung fürchtet. Es geistern ständig dieselben Fragen in seinem Hinterkopf herum. Mache ich mich lächerlich, wenn ich jemanden anspreche? Machen die sich dann lustig über mich? Ist meine Leistung gut genug? Werde ich versagen? Wie kann Wolfgang jetzt diese negativen Gedanken loswerden? Es ist eigentlich gar nicht so schwer. Also bitte folgen Sie mir hier meinem kurzen Gedankengang. Leute, die niemals oder fast nie erröten, sind keinesfalls der Meinung, dass Menschen, die rot werden, schrecklich furchtbar oder peinlich sind. Meistens bemerken sie es nicht einmal. Und wenn sie es bemerken, dann nur, wenn Wolfgang oder andere selbst sie geradezu darauf hinlenken. Also zu stottern beginnen, vielleicht sogar ganz verstummen, ein Drama draus machen, darauf hinweisen, zum Beispiel durch die Körpersprache, indem er so ins Gesicht dann streicht. Wenn Wolfgang aber einfach mit dem weitermachen würde, was er immer gerade tut, wenn er selbst sich nicht auf seine Symptome konzentriert, wenn er sein Rotwerden einfach wegwischen, es ausblenden könnte, dann würden es die anderen sicher nicht bemerken. Das Geheimnis lautet also: Kümmern Sie sich nicht darum, versuchen Sie, Ihre Aufmerksamkeit auf etwas anderes zu lenken. Denken Sie, dass es anderen auch nicht besser geht, denn auch mit dem Rotwerden sind Sie nicht alleine. Denken Sie an Wolfgang. Ja, das nächste wäre zu schüchtern, um Kontakte zu knüpfen. Wollt ihr noch mehr oder wollt ihr wieder widersprechen? Sag mal an, wollt ihr noch mehr zu schüchtern und kannst du knüpfen? Ja, gerne. Weitermachen. Also soll ich weitermachen? Passt, gerne. Also, zu schüchtern, um Kontakte zu knüpfen? Fragezeichen. Wolfgang leidet noch an einer anderen Sache, die aber zu einem Großteil ebenfalls schuld an seinem Rotwerden ist. Er ist auch schüchtern. Wobei Schüchternheit im Gegensatz zur Erythrophobie keine Krankheit ist. Denn es gibt nun mal extrovertierte und introvertierte Menschen. Doch auch zwischen Schüchternheit und Introvertierten gibt es wieder einen Unterschied. Nur man erkennt die nicht so leicht. Der Schüchterne wünscht sich Kontakt zu einem anderen Menschen, nur ist er meist zu gehemmt dazu. Er kann einfach nicht aus seinem Schneckenhaus heraus, kann auf andere nicht offen zugehen und entwickelt daraus mit der Zeit ein Verhalten, das seine Blockade noch stärker werden lässt. Im schlimmsten Fall kann auch daraus eine soziale Phobie werden. Dazu gehören eben feuchte Hände, trockener Mund, weiche Knie, Schweißausbrüche und ein hochroter Kopf. Deswegen weiß auch niemand genau, was bei Wolfgang eigentlich wirklich los ist. Ist er schüchtern, weil er leicht rot wird, oder wird er rot, weil er schüchtern ist? Auch bei Schüchternheit spielen Ängste mit. Die Furcht, in Gesellschaft zu versagen, negativ bewertet zu werden, peinlich zu sein. Die Angst, sich zu blamieren, vor allem wenn man mit Fremden sprechen muss. Dabei hat Schüchternheit eigentlich auch gute Seiten. Schüchterne sind meist die besseren Zuhörer. Auch sie werden auch kaum jemanden unterbrechen oder in irgendeiner Form aufdringlich sein. Eigentlich die besten Voraussetzungen für einen perfekten Smalltalk. Diese Eigenschaften nützen ihnen aber nichts, wenn sie schüchtern sind und Kontakte schließen wollen, aber sich nicht trauen, auf andere zuzugehen. Also, gibt es auch gegen Schüchternheit ein Mittel? Schüchternheit beginnt im Kopf. Denken Sie immer daran, dass es anderen gleich geht. Experten schätzen, dass rund die Hälfte der Bevölkerung in gewissen Situationen schüchtern agiert. Rund 10% aller Menschen leiden sogar unter krankhafter Schüchternheit und damit einhergehenden unter Ängstlichkeit in Situationen, in denen sie von anderen prüfend betrachtet oder kritisiert werden können. Also die Dunkelziffer dürfte noch wesentlich höher liegen. Laut der Österreichischen Gesellschaft für Verhaltenstherapie werden den Betroffenen bei professionellen Therapien soziale Fertigkeiten vermittelt, die von der Fähigkeit, eigene Bedürfnisse, Gefühle und Einstellungen auszudrücken, über das Zurückweisen von unberechtigter Kritik oder Forderungen bis hin zum Aussprechen von Lob oder Kritik reichen. Auch Kontakte herstellen, aufrechterhalten oder beenden oder sich Fehler erlauben können, gehört zum Beispiel zum Bereich der sozialen Fertigkeiten. Alles vermittelt durch Gespräch, Rollenspiele und Übungen. Dazu gibt es unzählige Empfehlungen, wie man sein Selbstbewusstsein, sein Selbstwertgefühl steigern kann. Auch das Internet ist voll von Ratschlägen und Tipps. Manche sind besser, manche schlechter. Beschäftigen Sie sich damit, picken Sie sich das heraus, was Ihnen gefällt, das, wovon Sie glauben, dass es Ihnen helfen könnte, Ihre Schüchternheit oder Unsicherheit oder Ihr Erröten zu überwinden. Und noch ein kleiner Trost. Auch Prinz Charles errötete, als er zum ersten Mal die Spice Girls traf. Und Nicole Kidman behauptet über sich selbst, extrem schüchtern zu sein. Und den Vogel schießt wohl Johnny Depp ab. Im Film Ein wilder Pirat
soll er im wahren Leben zu schüchtern sein, um Frauen anzusprechen. Angeblich soll immer wieder einer seiner Freunde die Initiative übernehmen, wenn es darum geht, Frauen anzusprechen. Also laufen Sie nicht vor Ihren Ängsten davon. Zwingen Sie sich dazu, nicht an eine mögliche Blamage zu denken. Wer weiß, ob sie überhaupt jemals eintreten wird. Akzeptieren Sie Ihren momentanen Zustand, dass Sie eben schüchtern sind. Und versuchen Sie in kleinen Schritten etwas daran zu ändern. Richten Sie Ihre Aufmerksamkeit auf andere Dinge. Arbeiten Sie an Ihrem Selbstwertgefühl. Versuchen Sie, sich mit sich selbst zufrieden zu sein. Dann werden sich auch kleine Erfolge einstellen. Und noch ein letzter Tipp von mir. Lenken Sie Ihre Energie mit einem kleinen Schalter einfach wieder in die richtige Bahn. Wie können Sie das machen? Stehen Sie aufrecht auf beiden Beinen. Das können wir übrigens auch beim Sitzen machen, dass wir die Beine dann auf den Boden stellen und nicht irgendwie verschränken oder auf den Sessel draufstellen, sondern so, wie ich es jetzt gerade auch selber mache, auf den Boden stellen. Also stehen Sie aufrecht auf beiden Beinen. Bündeln Sie nun in Ruhe all Ihre Aufmerksamkeit auf die Empfindung Ihrer Fußsohlen. Das können jetzt alle mitmachen. Spüren Sie akribisch die Verteilung des Gewichts zwischen links und rechts. Die Gewichtsverteilung zwischen Ferse und Fußballen. Spüren Sie den Unebenheiten des Bodens, der Schuhsohlen. Spüren Sie den richtig nach. Fokussieren Sie Ihre Wahrnehmung auf dieses Spüren. Achten Sie nun darauf, wie in den Sekunden dieser Wahrnehmungsverlagerung Ihre Aufmerksamkeit ausschließlich beim Spüren, also in der kinästhetischen Wahrnehmung liegt. Alle anderen Sinnesreize, etwa Hören, Sehen, aber auch alle Empfindungen, wie Ihre Anspannungen, sind in diesem Moment wie weggezaubert. Gratulation! Sie haben in diesem Moment eben Sensfokusing, das ich von Arno Fischbacher gelernt habe, angewendet. Also die wirkungsvoll Ihre Anspannung gelöst. Mit dieser Methode haben Sie ein kraftvolles Werkzeug zur Hand, mit dem Sie alle ungewünschten starken Empfindungen, wie zum Beispiel Erröten oder Schüchternheit generell, für kurze Zeit ausblenden können. Dadurch erlangen Sie Ihre Handlungsfähigkeit wieder zurück. Selbst wenn nach diesen 10 Sekunden die Aufregung wieder leicht steigt, die Erklärung dafür ist einfach. Unser Gehirn kann nur eine gewisse Anzahl von Sinnesreizen pro Sekunde verarbeiten. Wenn Sie Ihre bewusste Wahrnehmung auf Spüren verlagern, wird alles andere herausgefiltert und verschwindet aus dem Kurzzeitgedächtnis. Außerdem ist ein guter Stand die beste Grundlage für ein gutes Auftreten. Was können wir daraus lernen? Nochmal, den letzten Part machen wir auch noch dazu. Was können Sie jetzt daraus lernen? Unseren schüchternen Wolfgang, der ständig errötet, kann also geholfen werden. Gerade Schüchterne sollen sich im Smalltalk üben, weil es die einfachste, unverbindlichste Art ist, um Kontakte zu knüpfen. Sie können dabei nichts verlieren. Klappt es, dann ist alles wunderbar. Und sollte es nicht funktionieren, dann können Sie es nächstes Mal wieder probieren. Es sind die kleinen Dinge des Lebens, die Schüchterne wie Wolfgang weiterbringen können. Dinge, die man bewusst üben kann. Und hier ein paar zu Ideen dazu. Sagen Sie laut und deutlich Hallo oder Guten Tag, wenn Sie ein Geschäft, ein Lokal oder das Büro betreten. Fangen Sie an, Ihre Kollegen ab und zu fragen, wie es Ihnen geht. Versuchen Sie, sich in Ihre Kollegen hineinzufühlen. Dann kann das Gespräch auch weiterlaufen. Fragen Sie nach Interessant? Was meinst du damit? Und was hast du dann gemacht? Also einfach das Gespräch am Laufen halten. Fragen Sie auf der Straße einen wildfremden Menschen, wie spät es ist oder wie Sie zur nächsten Straßenbahn kommen. Das ist auch ein erster Schritt, um mit Fremden Kontakt aufzunehmen. Und nehmen Sie zu Fremden Blickkontakt auf. Lächeln Sie. Denn wie wir wissen, Lächeln ist die kleinste Verbindung zwischen zwei Menschen. Bitten Sie einen Nachbarn bei einer Kleinigkeit um Rat und bedanken Sie sich dann freundlich für seine Hilfe. Oder lesen Sie einfach Bücher über Smalltalk und Networking oder besuchen Sie auch Seminare dazu und profitieren Sie von den vielen Tipps und Übungen. Und meine eigene höchstpersönliche Erfahrung hat mich auch gelehrt, dass gerade übertriebenes Selbstbewusstsein oft nur die Spiegelseite von Schüchternheit ist. Ich kenne viele selbsternannte Partylöwen, die ihre Schüchternheit einfach lauthals weglachen. Also ich kenne viele selbsternannte Partylöwen, die ihre Schüchternheit einfach lauthals weglachen. So, das Kapitel. Super, danke schön. Ich glaube, das Wichtige für die Hörer ist hier wirklich, man kann es lernen. Man kann es wirklich lernen. Es glaubt mir mal keiner, weil die meisten, die mich kennen, erleben mich nicht so. Ich bin eigentlich auch von der Natur her introvertiert.
Ja, das glaubt keiner, gell? Nee, glaubt kein Mensch, aber ist wirklich so. Also ich muss mich teilweise auch, wenn ich in Netzwerksituationen bin, auch zwingen zu sagen, okay, geh auf Leute zu. Ja? Also ich muss mich da auch überwinden teilweise. Nicht, weil es mir schwerfällt, sondern es ist nicht meine Natur. Man denkt das nicht, weil ich mir das abgewöhnt habe. Also ich wusste halt, in gewissen Situationen muss ich halt auf Leute zugehen, aber man kann es wirklich lernen. Und deswegen, ihr habt gerade ganz, ganz viele Tipps gehört. Ich möchte auch nochmal darauf hinweisen, die Magda hat auch im Buch ganz viele Links eingebaut, wo man auch Arbeitsblätter runterladen kann, wo man ins Üben kommt. Ja, also deswegen, lest nicht nur das Buch, sondern holt euch auch das Extramaterial dazu, weil da könnt ihr dann wirklich auch gleich in die Umsetzung kommen. Oder arbeite direkt mit ihr, das wäre auch eine Möglichkeit, dann geht es noch schneller. Ja, das wäre also das mit dem Workbook, weil das habe ich festgestellt, das haben ganz wenige heruntergeladen. Das finde ich natürlich total schade, weil es zu jedem Kapitel ein extra Arbeitsblatt gibt, einfach nochmal zum Reflektieren oder auch für sich auszufüllen oder was weiß ich, wenn es jetzt um die Anfangsfragen geht beim Smalltalk, für sich seine besten Fragen aufzunotieren, dann verinnerlichen wir die Dinge viel besser. Können auch die runterladen, dieses Buch nicht. Ich mache hier ein kleines Goodie. www.magdableckmann.at, aber www.magdableckmann.at/workbook-smalltalk. Also allein, wenn Sie das Workbook sich durch anschauen, können Sie sich schon wahnsinnig viel mitnehmen. Also das ist, ja, das ist einfach eine coole Möglichkeit für sich, weil ich merke halt alles, was man sich selber aufschreibt, wo man selber ein bisschen mehr damit arbeitet, dann kann ich mein Verhalten ändern, dann kann ich mir mehr Kompetenzen aneignen. Und das ist halt eine ganz tolle Möglichkeit dazu. Absolut. Und ich habe noch 1000 Fragen, aber ich möchte auch die anderen Moderatoren zu Wort kommen lassen. Deswegen würde ich mit Jan-Marc einfach anfangen. Jan-Marc, was sind deine Gedanken bis jetzt zum Thema? Was hast du vielleicht sogar schon mitgenommen oder welche Frage auch an Marc, die vielleicht auch für unsere Audienz sehr, sehr interessant sein wird? Einen wunderschönen guten Morgen erstmal nochmal. Ich musste gerade so ein bisschen schmunzeln, weil dieses Rotwerden kenne ich auch. Also ich bin früher wirklich eingefroren, wenn ich irgendwie vor einer Gruppe sprechen sollte. Und es musste gar nicht groß sein. Das hat schon das Schulreferat ausgereicht. Und das ist eine der Sachen, die ich zum Beispiel bei mir in der Schullaufbahn so ein bisschen bedauere, ist, dass wir nicht mehr Referate oder Vorträge sozusagen gehalten haben. Denn es ist tatsächlich etwas, das man, genau wie alles andere, ja, sich auch abtrainiert. Es geht dann irgendwann verloren und ja, man hat es dann auch noch manchmal und es wäre gelogen zu sagen, ich wäre heute nicht nervös in bestimmten Kontexten. Aber man kann dann eben durch Techniken und so das besser wegdrücken. Und ich musste da echt, ich habe mich so ein bisschen in meine Schulzeit zurückversetzt gefühlt, weil dieses Rotwerden, das kann man, also man spürt es ja selber förmlich, ne? Es wird einem warm und das Gesicht wird warm und man denkt, oh mein Gott, alle Welt kann das sehen und manchmal können es die anderen gar nicht sehen. Das fand ich, das war so ein richtiger Backflash. Vielen Dank dafür. Eine Frage, die sich mir so ergeben hat, und zwar, jetzt sagst du ja, der Smalltalk ist wichtig und manchmal, da stimme ich dir zu, Smalltalk ist immer ein guter Einstieg. Die Frage, die sich mir jetzt so ergibt, ist, wenn ich jetzt in den Smalltalk mit jemandem einsteige, wie bekomme ich denn dann in dem Smalltalk, vielleicht gibt es da irgendwelche Techniken, eine Kurve, weil wenn ich jetzt ja den Smalltalk von einem Business-Kontext sehe, wie komme ich denn aus dem Smalltalk dann sozusagen elegant raus und stelle dann einen Business-Bezug zum Beispiel her oder einen Netzwerkbezug, ohne dass das so wirkt, wie wir reden gerade noch, ja, mein Kind geht auch in die dritte Klasse. Und was machst denn du eigentlich beruflich? Ne? Weil also das ist dann so die harte Methode. Vielleicht hast du da den einen oder anderen Tipp für die Audience, wie man da denn elegant sozusagen dann auch so eine Ausleitung findet. Ja, gerne. Also die harte Methode ist auch nicht immer die schlechteste Methode, muss ich auch dazu sagen, weil wenn eine Pause entsteht,
warum soll ich nicht? Also ich finde, das ist eine der Einstiegsfragen, der 5, 6 Einstiegsfragen. Und eine der letzten davon ist immer bei mir, was machen Sie, was machst du denn beruflich? Also das finde ich einfach spannend, weil ich gern weiß, was Menschen beruflich machen, weil ich dann immer auch gleich überlege, wie ich ihnen helfen kann, oder frage dann auch, was wären Kontakte, die du suchst, und schaue dann, dass ich da gleich vermitteln kann. Also es hängt immer ab, in welchem Kontext, in welchem Setting ich das Gespräch führe, aber wenn es ein Smalltalk-Gespräch ist, warum soll ich nicht fragen, was machst denn du so beruflich? Also das ist eine Einstellungssache, glaube ich. Da muss ich mir selbst die Erlaubnis geben, das zu fragen, weil ich es ja interessiert frage und nicht, weil ich jetzt, also das ist so ein ganz wichtiger Punkt, wenn wir über die Einstellung auch reden. Wir dürfen uns nicht bei jedem Gespräch gleich überlegen, kann ich mit dem ins Geschäft kommen? Kann ich da was verkaufen? Kann ich von dem was brauchen? Also die Menschen, die mit dem Bickerl am Hirn, wie man so in Österreich so schön sagt, mit dem Balken auf der Stirn, ich will verkaufen, Gespräche oder vor allem Smalltalk-Gespräche führen, die werden nicht erfolgreich sein, weil der andere merkt, dass man nicht persönlich am Menschen Interesse hat. Und wenn ich dieses persönliche Interesse in den Vordergrund stelle und da mit dem Einstellungshintergrund dann auch interessiert frage, du, und was machst du denn so beruflich? Dann ist das, finde ich, nicht schlimm und auch nicht die harte Methode. Was man sonst machen kann, ist, wenn man es ein bisschen weicher machen will, dass man halt selber einfach Erfolgsgeschichten erzählt, ja, auf irgendwelche Schlagwörter, die in einem Gespräch aufkommen, dann für sich auch gute Geschichten parat hat, wo man einfach erzählt, was man selber macht, oder wo man jemanden zum Erfolg gebracht hat oder wo jemand erfolgreich war, mit dem man zusammengearbeitet hat. Und aus diesem Storytelling, dieses Sales-Story erzählen, da ergibt sich dann auch die Möglichkeit, dass der andere dann auch fragt, ja, und was machst du jetzt genau beruflich? Und dann kann ich zurückfragen. Also wenn ich den anderen dazu bringe, dass er mich fragt, dann kann ich natürlich dazu zurückfragen. Und das funktioniert aber nur, wenn ich selber auch über mich was preisgebe und was erzähle. Hilft dir das ein bisschen? Ist das eine Möglichkeit für dich? Das hilft sehr, vielen Dank, weil ich glaube auch, das ist auch tatsächlich eins, das mir am Anfang ein bisschen schwer gefallen ist, auf dem Grund, weil ich es nicht vorbereitet hatte. Und das ist super, dass du das auch nochmal ansprichst, dass man so ein paar Geschichten eben einfach auch parat haben sollte für sich selbst. Vielen, vielen Dank. Ja, das ist genau der Punkt, dass die Leute meinen, Smalltalk, das mache ich ja eh irgendwie, das klappt doch eh sowieso. Reden kann ich ja, ne, sozusagen, ins Gespräch komme ich eh, das klappt doch eh. Ja, es klappt eh, aber dann ist es halt auch eh irgendwie. Nur wenn ich mir bewusst vorher gute Fragen überlege, auch gute Übergangsfragen, was wären jetzt gute Themen, über die ich sprechen kann, was wäre eine gute Einstiegsfrage, und eben, wenn ich mir die Geschichten auch parat lege. Das ist mal eine Vorbereitung, wenn ich ein Seminar habe, geht das an einem Tag, wo man das vorbereitet, kann man auch für sich aber auch alleine machen. Man muss nicht ein Seminar besuchen. Ich bin halt selber so ein Typ, ich mache so Sachen nur, wenn ich mit anderen gemeinsam das erarbeite. Aber wer das nicht braucht, kann das selber für sich machen. Und ich kann den Smalltalk gut vorbereiten, immer wieder mal ein bisschen reflektieren, was gibt es jetzt für bessere, gute Fragen, um auch aktuelle Dinge gut ansprechen zu können. Und so bin ich immer gut vorbereitet. Auch wenn ich hinfahre zu einer Veranstaltung, überlege ich, was sind jetzt gute Möglichkeiten, ins Gespräch zu kommen, und mit wem will ich sprechen, und bereite mich bewusst mental dann auch auf die Gespräche vor. Allein schlicht und einfach nur, wenn ich hinfahre, was ja heute nicht mehr so der Fall ist, weil wir ja mehr zu Hause sitzen. Also muss ich mir vorher eine Viertelstunde Zeit geben, mir das zu überlegen. Aber sonst habe ich immer die Zeit im Auto dazu genutzt, um mich vorzubereiten. Das ist ein wunderbarer Punkt, liebe Magda. Da würde ich gerne direkt anschließen, weil bei uns ist, also viele Kunden von mir fragen mich dann auch oft, ich komme mit den potenziellen Kunden ins Gespräch, und gerade auch, wenn wir da über Social Media gehen und so weiter und so fort. Und dann gibt es aber diesen Punkt von diesem Smalltalk, wie komme ich jetzt auf diesen geschäftlichen Teil? Und du sagst es gerade, du sitzt ja nicht mehr so oft im Auto sozusagen aktuell, um wohin zu fahren. Es wird alles über Social Media, findet das gerade alles statt. Was empfiehlst du denn den Leuten, die einfach diese Brücke nicht schlagen können oder die Schwierigkeiten haben, diese Brücke zu schlagen von ich sage jetzt mal, auf privater Ebene an, mehr oder weniger, also nicht direkt jetzt übers Geschäftliche, logischerweise, man fällt ja nicht mit der Tür ins Haus, aber wie kann man denn am besten diese Brücke schlagen? Da stelle ich sehr oft fest, dass viele, viele Probleme haben. Naja,
oft macht es auch gar nicht so viel Sinn, diese Brücke zu schlagen. Wichtiger ist, dass man selber als sympathische Person rüberkommt und dass man sich auch die Menschen sucht, mit denen man gut ins Gespräch kommt, mit denen man gut reden kann. Und da kann zum Beispiel auch sein, dass wir dann ein Thema finden, das jetzt gar nichts mit Business zu tun hat. Was weiß ich, jetzt sind wir zwei Geschiedene, die gerade die Problematik haben, dass sie sich da gerichtlich auseinandersetzen, und auf einmal hat man ein Thema, das beide interessiert, und dann kommt man dann tief in das Thema rein und dann spricht man über das. Und das ist halt dann schon der Big Talk sozusagen, wenn man in ein Thema dann tiefer kommt, weil Smalltalk dauert nur so 4-8 Minuten. Wenn man dann nicht was findet, was keine Gemeinsamkeiten findet, die beide interessieren, dann ist das Gespräch eh relativ schnell beendet. Und wenn ich das habe, dann habe ich was uns beide interessiert. Und dann kann ich sagen, du lass uns doch da nochmal extra reden. Und dann wäre das so das zweite Gespräch. Und da kann man dann auch auf den beruflichen Kontext kommen. Also ich finde, es muss nicht bei jedem Smalltalk, wenn ich jemanden zum ersten Mal kennenlerne, da sofort die Brücke zum Beruflichen geschlagen werden. Das könnte für den einen oder anderen unter Umständen auch sogar ein bisschen aufdringlich sein. Es muss passen. Ja? Also ich muss in der Lage sein, wenn eben, und die Frage kommt sicher, also das erlebe ich äußerst selten, dass jemand nicht fragt, was machst du denn so beruflich? Und da muss ich in der Lage sein, und das ist B wie Berufstalk bei mir im Buch, diesen Elevator-Pitch, den sicher auch schon viele kennen, in kurzen, knackigen Wörtern in der Lage sein, zu sagen, was man macht. Ja? Also ich sorge für ihren starken Auftritt, meine Kunden kommen locker ins Gespräch, präsentieren sich überzeugend und steigen damit ihren Umsatz und Erfolg. Und dann sehe ich, was passiert. Hat der ein Glitzern in den Augen, frage ich, ist das interessant für Sie? Hat er gar nichts? Reagiert er nicht drauf, dann rede ich auch nicht mehr weiter drüber. Also dann schlage ich auch keinen beruflichen Kontext mehr. Also dann, wenn ich merke, das ist für ihn kein Thema, dann lasse ich es auch. Weil ich einfach finde, man soll das Thema finden, was uns beide interessiert. Und wenn das, was ich mache, für ihn im Moment nicht interessant ist, dann ist es auch in Ordnung. Und dann höre ich immer von Leuten, die da sagen, ja, dann suche ich mir einen anderen Gesprächspartner. Finde ich halt auch nicht die richtige Art, nur die Leute zu suchen, die sich für mich interessieren, für mein Business. Halte ich nicht für richtig. Ich glaube einfach, man kann mit jedem Menschen kann was Neues, was anderes erfahren, und da gehen sich oft die schönsten Kontakte daraus. Auch längerfristige Kontakte, weil man was gefunden hat, interessiert. Jetzt habe ich bei mir Pure Connection, hört ihr mich? Es war tatsächlich ab und zu ein bisschen abgehackt, aber ich habe den Kontext haben wir verstanden, denke ich. Vielen, vielen Dank, liebe Magda. Ja, ich kann das mal nicht beurteilen, weil bei mir ist es ja selber teilweise so, deswegen müsst ihr dann kurz Feedback geben. Liebe Jasmin, hast du auch eine Frage oder ein Feedback oder auch Hennes Frage her? Ja, also ich habe tatsächlich zwei Fragen in einer quasi. Die hängen unmittelbar zusammen. Und zwar würde ich gerne noch einen Schritt noch weiter zurückgehen. Also wir sprechen jetzt quasi schon vom Brückenschlagen, finde ich total spannend. Aber ich erlebe auch, dass es Menschen schwerfällt, überhaupt in diesen Smalltalk auch reinzukommen. Also dass das auch häufig sehr holprig ist. Also gibt es denn bestimmte Themen, liebe Magda, wo du sagst, das würde ich mal komplett weglassen, beziehungsweise welche anderen Themen eignen sich dann besonders gut, um so einen ja grandiosen Smalltalk hinzulegen als Einstieg? Naja, als Einstieg. Naja, Einstieg sind dann nicht unbedingt Themen. Einstieg sind Fragen, die ich stelle. Das ist ja eine, ich gehe jetzt mal davon aus, eine mir ganz fremde Person. Und da muss ich mir halt Fragen zurechtlegen. Ich habe ein PDF, wer das haben will, schreibt mir einfach eine Mail, office@magdableckmann.at, 20 Einstiegsfragen, das sind einfach Möglichkeiten, und die einfachsten sind halt offene W-Fragen, weil Smalltalk ist einfach und ich soll es mir nicht leichter machen, als es ist, und ich lege mir da halt dann 5 Einstiegsfragen zurecht, und die sind äußerst simpel, die sein können, was ist denn dein Bezug zur Veranstaltung, zum Veranstalter, zum Thema. Ja, also das sind schon mal 3 Fragen, und dann muss ich mir halt überlegen, welche jetzt die für mich wichtigste ist, um da zu sehen, wie der andere da aufgestellt ist. Waren Sie schon öfters bei der Veranstaltung? Wie läuft das denn hier ab? Was ist eben Ihr Bezug zum Thema? Also da sind, man muss sich die raussuchen, die für einen höchstpersönlich gut passen. Ja, was führt Sie hierher? Ist auch eine Möglichkeit. Da habe ich nur einmal in einem Vortrag dann die Antwort bekommen, das Auto.
Seitdem stelle ich diese Frage nicht mehr, weil ich gebe Vorträge immer aktiv auf Menschen zu und probiere dann so ein Smalltalk-Gespräch anzuteasern und dann sagt er mir glatt das Auto. Ja, dann frage ich, oh, was für eine Marke, frage ich dann. Da habe ich dann keine Antwort mehr bekommen. Also das war dann nicht die richtige Antwort. Also man muss auch einfach ausprobieren. Man muss sich auch hier Fehler erlauben, dass man einfach sagt, okay, dann merkt man halt, das war halt nicht so gut, aber sich dann für sich selber fünf gute Fragen zurechtlegen. Und für mich ist eben, was machen Sie so beruflich, auch eine gute Frage. Und da gebe ich auch nochmal einen kleinen Tipp, wie man, manche Menschen machen das dann sehr so wie bei der Inquisition, dass sie sagen, und was machen Sie und was sind Ihre Hobbys und also da eins nach dem anderen abhaken. Das funktioniert natürlich nicht, das wissen wir eh. Deshalb muss ich immer zuerst über mich selber etwas preisgeben. Dass ich zum Beispiel sage, ich habe selber zwei Kinder, meine sind jetzt schon 17 und 21, Wahnsinn, wie die Zeit vergeht. Aber wir haben noch 2 Jahre, also wir, sage ich dann auch immer, wenn es meine Kinder betrifft, wir haben noch 2 Jahre Schule vor uns, bevor es dann zur Matura geht. Haben Sie auch Kinder? Kennen Sie diese Schulproblematik? Und dann ist es für den anderen viel leichter, auf dieses Thema einzugehen. Und das muss ich mir halt für die Themen, über die ich selber sprechen will, muss ich mir halt zurechtlegen, weil es bringt ja nichts, dass ich etwas Aufgesetztes mache, über das ich spreche, nur weil ich meine, dass es den anderen interessiert. Dann wird das Gespräch auch nicht laufen, sondern ich muss einfach schauen, ob die Themen, die mich interessieren, auch für den anderen interessant sind. Und da muss ich zuerst über mich selber was preisgeben. Dann fällt es den anderen leichter, auch was zu erzählen. Na, oder einfach fragen, wie hat Ihnen die Veranstaltung, wie hat Ihnen denn der Vortragende gefallen? Das finde ich ein bisschen sehr, sehr direkte Frage, wenn ich vorher nicht selber erzähle. Ich habe mir mitgenommen, der Smalltalk, der ist ja gar nicht so kompliziert. Das kann ich auch als Introvertierter eigentlich ganz toll machen, wenn ich einen Sinn drin sehe. Was war denn für Sie so die wichtigste Erkenntnis aus dem Vortrag, wenn wir jetzt bei so einer Veranstaltung sind zum Beispiel? Also immer zuerst über sich selber was preisgeben und dann das Gespräch führen, die Frage stellen. Super, vielen lieben Dank. Das finde ich auch ganz wichtig. Ich glaube, das vergessen auch immer so ein bisschen viele. Ich mache dem anderen viel einfacher, wenn ich was von mir preisgebe. Und das ist so ein bisschen dieses Bankkonto, ne? Dieses Einzahlen aufs Bankkonto. Wenn ich vom anderen eine Antwort möchte, muss ich halt auch was von mir halt auf den Tisch legen. Sonst hat der andere auch nicht so viel Interesse, mir auch was von sich zu erzählen. Weil warum sollte er? Ne? Ich habe ja auch noch nichts erzählt. Das heißt, wenn man den ersten Schritt gehen kann, macht das immer ganz viel Sinn. Ich habe auch die Erfahrung gemacht, Komplimente kommen auch ganz gut an. Jeder Mensch mag gerne Komplimente. Also ehrlich gemeinte, bitte nicht irgendwas Aufgesetztes, sondern wirklich ein ehrliches Kompliment, wenn man irgendwas, zum Beispiel manche Leute haben echt coole, also manchmal habe ich so echt coole Schuhe, wo ich denke so, ey, das sind echt richtig coole Schuhe. Dann sage ich das aber auch ganz ehrlich und das kommt dann meistens so ein Gesprächseröffner, sage ich mal, so die Möglichkeit, die Kontakt aufzunehmen und dann eben die entsprechenden Folgefragen zu stellen. Jetzt habe ich noch mal eine Frage, ich gucke so ein bisschen auch auf die Uhr, möchte natürlich auch für die Audienz aufmachen, dass auch Fragen von der Audienz kommen können. Eine Frage, die noch mal so ein bisschen das abrundet. Wir hatten jetzt über Einstieg gesprochen, wir haben über die Brücken schlagen gesprochen. Wie kann ich denn das Gespräch läuft jetzt nicht so gut oder es läuft sogar sehr gut, kann auch sein. Und ich möchte es aber irgendwo abrunden, ohne dass es unangenehm wird. Also speziell bei den Gesprächen, die nicht so gut laufen, glaube ich. Da ist immer so das Thema, so wie komme ich jetzt hier raus? Und gerade wenn man so einen Dauerredner auf der anderen Seite hat, ne, wie komme ich jetzt hier weg? Der hört nicht auf, es gibt keine Pause. Wie komme ich aus diesem Gespräch raus? Aber auch wenn es super gut läuft, dass man sich dann nicht zu lange im Prinzip dann quatscht im Prinzip. Und dann vielleicht lieber ein Folgegespräch arrangieren kann. Was ist denn da so eine elegante Methode, wie man sowas hinbekommt, ohne dass es irgendwie peinlich wird oder unangenehm auch für die Gegenseite? Ja, auch hier ist wieder der ganz wichtige Punkt. Ich muss mir selber die Erlaubnis geben, mich verabschieden zu dürfen. Also da geht es auch wieder ganz viel um die Einstellung, auch wenn die Person dann unter Umständen alleine steht. Ich muss nicht bei der Person stehen bleiben. Ich darf mich verabschieden und das ist auch mein Recht. Und wenn jemand ein Dauerredner ist, dann ist es noch mein größeres Recht, weil das finde ich äußerst unhöflich, wenn jemand gar keine Fragen stellt und nur über sich selber erzählt. Also da muss man dann auch
sozusagen streng sein, sage ich ja mal. Und die einfachste Möglichkeit ist die offensichtlichste, jetzt egal in welcher Situation. Und ich muss halt auch entscheiden, will ich weiter mit der Person in Kontakt bleiben oder nicht. Und je nachdem muss ich das halt dann sozusagen auch beenden. Also ich sage, interessant, das ist ein super Thema, lassen Sie uns das doch nochmal extra vertiefen und treffen wir uns doch mal extra auf einen Kaffee. Oder in Österreich trifft man sich gern zum Essen. Also da ist die Dame übrigens besser immer zum Mittagessen, weil beim Abendessen meint man dann unter Umständen, dass auch noch was anderes erwünscht ist. Also da immer ein bisschen achtsam sein, weil das ist ja, die Geschichte erzähle ich dann vielleicht auch noch später, aber du hast ja die Frage gestellt, wie kann ich mich jetzt gut verabschieden? Also schlicht und einfach sagen, treffen wir uns zum anderen Moment. Wir sehen uns wieder. Das ist das Typische bei Netzwerkveranstaltungen. Man sagt, wir sehen uns wieder und dann sieht man sich nicht mehr wieder. Und das ist auch in Ordnung. Ja, und das ist auch gut so. Oder ich sage, oh, da hinten steht noch der Herr Meier, der Herr Müller, mit dem habe ich mich noch vereinbart, da muss ich unbedingt noch sprechen. Es hat mich sehr gefreut, Sie kennenzulernen. Auf Wiedersehen. Na, also da einfach für sich, entweder suche ich eine Entschuldigung, die sollte auch echt sein und richtig sein und nicht, dass ich sage, oh, mein Babysitter, ich habe nur bis 10 Uhr Ausgang, ich muss jetzt leider gehen, auf Wiedersehen. Und dann sind sie um 11 Uhr immer noch da und der andere sieht sie. Also das ist dann nicht sonderlich sinnvoll. Also da wirklich auch nur ehrliche Aussagen treffen, weil das funktioniert halt dann auch. Und da schlicht und einfach sagen, es hat mich sehr gefreut, Sie kennenzulernen, auf Wiedersehen. Also das ist einfacher, als man meint. Und wenn ich einen Dauerredner habe, dann muss ich halt einfach entweder warten, dass er die Luft kurz anhält oder ich strecke die Hand hin und sage, hat mich sehr gefreut, auf Wiedersehen. Also da findet man so eine kleine Pause, wo man das sagen kann. Na, interessant Ihre Ausführungen. Da würde ich da nicht hinzufügen, lassen Sie uns das zu einem anderen Moment vertiefen. Sondern ich muss weiter, ich hab noch mit dem zu sprechen. Das geht, man muss nur machen. Das ist halt der Punkt. Ja, das stimmt. Ich glaube, viele Leute sind dann auch gerade introvertiert, die sind dann manchmal nicht mutig genug, es einfach zu sagen. Manchmal ist der andere sogar überfordert, weil der andere, dem geht es manchmal genauso. Und dann ist jeder nur zu höflich zu gehen. Ich schaue so ein bisschen auch auf die Zeit, weil wir natürlich wir haben die Räume immer auf 90 Minuten begrenzt am Sonntag. Und ich möchte natürlich auch bei diesem spannenden Thema die Handzeichen gerne gleich aufmachen, um unsere Zuhörer auch mit hochholen zu können, weil ich glaube, da gibt es ganz, ganz viele Fragen noch oder auch Erfahrungen, die geteilt werden können, die auch ganz spannend immer sind. Deswegen würde ich jetzt nochmal kurz abrunden. Ich würde dir jetzt nochmal die Gelegenheit geben, liebe Magda, nochmal was hervorzuheben, was dir besonders wichtig ist, wo du sagst, was haben wir denn bis jetzt vielleicht noch nicht gefragt, was aber auch super interessant oder spannend für die Zuhörer wäre, mitzunehmen. Und dann würden wir das im Prinzip dann abrunden. Und sag ja auch gerne nochmal den Buchtitel auch nochmal, wo die Leute nochmal Infos herbekommen können, dass wir das noch mit auf der Aufnahme auch drauf haben, für die Leute, die dann hinterher noch reinhören möchten oder auch nochmal nachhören möchten, wer jetzt vielleicht gerade keine Möglichkeit hat, mitzuschreiben, dass wir das entsprechend noch mit auf der Aufnahme drauf haben. Du bist jetzt gerade noch gemutet. Ich weiß nicht, ob das nur bei mir so ist. Nein, sorry. Alles klar. Ich habe mich gerade auf meine Bio geschaut, ob ich das auch ordentlich raufgeschrieben habe. Darum habe ich das Muten vergessen. Also da habe ich auch nochmal, also wer eben einen Smalltalk-Typen-Check machen will, ist unter www.magdableckmann.at/Smalltalk-Typen-Test/Hashtag Quiz. Na, das ist auch ein Zungenbrecher. Kann das dort machen und sonst, wie gesagt, einfach das Buch. Smalltalk, wie introvertierte Menschen ihre Stärken erkennen und leichter ins Gespräch kommen. Von Magda Bleckmann kann man, glaube ich, überall bestellen, bei Amazon und überall. Und da haben wir eben die 26 Erfolgsrezepte und was wir jetzt noch nicht so konkret angesprochen haben. Ich habe halt so auch 7 Schritte, wie man vorgehen sollte. Der erste Schritt ist wirklich, dass man sich selbst seine Einstellung noch einmal anschaut. Wie bin ich zu mir selbst eingestellt? Bin ich überzeugt, dass ich was Interessantes zu bieten habe, zu erzählen habe? Wie bin ich zur Veranstaltung eingestellt? Gehe ich dort gerne hin? Habe ich Spaß dran? Und wie bin ich zum Smalltalk generell eingestellt? Ist der Smalltalk, sage ich, hat Sinn, ich mache es gern und ich gehe auch gerne auf Menschen zu. Also das ist mal die Einstellung, an der ich arbeiten sollte und mir das mal bewusst anschauen sollte und reflektieren sollte. Dann geht es darum, 5 Einstiegsfragen wirklich parat zu haben, mit denen ich gut ins Gespräch komme. Offene W-Fragen. Dann geht es darum, Blickkontakt aufzunehmen mit einem Lächeln, zu schauen, wer ist noch interessiert, dann auf diese Menschen zuzugehen
und dann mit diesen 5 Fragen auch wirklich ins Gespräch kommen. Hände schütteln, Namen sagen, sich vorstellen, das ist ja das ganz Normale. Was lieben Menschen, wenn sie selber mit Namen angesprochen werden? Also hier geht es auch ein bisschen darum, die Namen zu merken, mindestens 2-mal im Gespräch den Namen des anderen zu sagen. Da freuen sich die anderen auch sehr. Und wozu dient es noch, dass ich mir selber den Namen merke und beim nächsten Gespräch dann auch weiß? Also das sind so die Anfangspunkte. Dann geht es weiter. Und das ist so Herzstück des Smalltalk-Gesprächs, das wir noch nicht so angesprochen haben. Suchen und Finden von Gemeinsamkeiten. Wenn ich was finde, was uns beide interessiert, wo wir beide mit Herzblut dabei sind, dann wird das Gespräch auch länger werden und wird zum Deep Talk werden. Aber wenn wir nichts finden, ist auch in Ordnung, ist auch gut. Dann ist das Gespräch halt bald beendet. Das ist auch in Ordnung. Also wir müssen nicht mit allen Menschen gleicher Meinung sein und mit allen Menschen ein tiefergehendes Gespräch führen. Das ist in Ordnung. Und Smalltalk ist ja auch das nette, kleine, oberflächliche Gespräch, das aber dazu führt, dass wir im Endeffekt mehr neue Kontakte haben und im Endeffekt unseren Lebenspartner oder auch neue Geschäftspartner kennenlernen können. Also wir haben Suchen und Finden von Gemeinsamkeiten. Und danach geht es dann auch darum, sich selbst interessant zu machen. Und da muss ich halt überlegen, was ist das, was mich interessant macht? Was kann ich bieten? Ich überlege immer, was kann ich für den anderen tun? Welche Kontakte kann ich herstellen? Weil ich kenne halt auch viele Menschen. Wie kann ich die miteinander in Verbindung bringen? Ich überlege aber auch, was könnte er brauchen? Ne? Vielleicht Zeit oder irgendein Tipp oder irgendeine Unterstützung, um so mich auch interessant zu machen. Oder das ist ein spannendes Thema. Ich habe da einen Artikel zu, wo soll ich Ihnen den hinschicken? Also da einfach überlegen, womit kann ich mich interessant machen, um dann natürlich zum Verabschieden zu kommen. Das haben wir ja schon besprochen, das Verabschieden, wie verabschiede ich mich richtig? Auch hier Einstellung, sich die Erlaubnis zu geben, schlicht und einfach zu sagen, es hat mich sehr gefreut, auf Wiedersehen. Das ist in Ordnung und das ist auch erlaubt. Und dann muss ich halt überlegen, auch in der Nachbearbeitung, Visitenkarten tauschen mit den Personen, mit denen man auch in Kontakt bleiben will, um dann die Netzwerken und die nachfolgenden Gespräche dann durchführen zu können. Ja, das waren meine Schritte zum Smalltalk. Super. Und das war nochmal richtig schön zum Mitschreiben, deswegen, Leute. Hört euch das auch hinterher noch auf der Aufnahme an und geht da wirklich mal durch und überlegt vielleicht doch, wo es vielleicht gerade noch ein bisschen hakt, weil man kann sich immer weiter verbessern, egal wie gut man schon ist. Vielen, vielen lieben Dank, liebe Magda. Pioniergeist. Du sagst der Veränderung, wo es lang geht. Jasmin Yazan hilft Menschen und Unternehmen, Veränderungen selbst zu gestalten. Mehr zu Keynotes, Workshops und aktuellen Projekten gibt's auf www.jasminyazan.com. Pioniergeist. Starte jetzt!